Ja, da kannst du rumbrüllen, wie du willst, Digga. Wir machen dich platt. Aua! Ich frage mich, welches ist der schwerste der drei Island-Bosse? Und ich sag's euch, der Affe ist es definitiv nicht, denn den machen wir jetzt als nächstes in der Alpha-Version. Hier zurück bei The Island Story Mode. Ihr seht, wir haben hier schon alles Mögliche an Artefakten und Trophäen an Bord. Ich packe noch das letzte Medical Brew hier, meine Schnellleiste. Und könnte theoretisch losgehen. Ja, ich würde sagen, wir starten einfach mal und gucken, wie weit uns das jetzt hier bringt. Halt, Moment. Wichtig, ich habe noch einen Deodon im Gepäck. Unsere Tierchen sind ein wenig angeschlagen. Wir haben gar nicht genug Kuchen aktuell. Und deswegen heilen wir ein bisschen mit dem Deodon entgegen. Ihr wisst, beim letzten Kampf waren wir gegen den Drachen aktiv. Beziehungsweise ich war gegen den Drachen aktiv. Mein Tribemate Calebra ist ja leider nicht mitgekommen. Ich verlinke euch das Video nochmal oben in der Infobox, falls ihr es nicht gesehen habt. Und der Kampf geht los. Der Countdown zählt runter. Ich hau mir noch einen Freira Curry hier rein gegen die Kälte. Und ihr seht, ich bin wieder top angezogen für die Winterwelt beim Affen. Aber natürlich ist das ein komplettes Flak-Set, einfach nur mit Summerskin. Wir haben hier Mitte August mittlerweile bei mir. Draußen sind gefühlt 35 Grad. Also sollte mein Charakter auch entsprechend rumlaufen. Und los geht es. So, ich schnapp mir wieder meinen Yuti. Wo ist er denn? Wo? Da. Ich muss bloß erstmal rankommen. Mittlerweile funktionieren meine Tasten auf der Maus. Also ich kann hier alle so steuern, wie ihr seht. Unter anderem auch den Yuti. Was soll denn das? Hallo? Calebra spielt wieder den Lockvogel. Er rennt wieder vor und schnappt sich den Affen, lockt den her. Oder auch nicht, denn er wartet auf mich, okay. Jetzt aber, jetzt läuft er, sieht er, da rennt er, der gute Mann. Bester. Bester Mann hier im Tribe. So, das hier Omnitool müssen wir wegpacken. Habe ich schon noch passiv gepfiffen? Ich habe es jetzt gar nicht mehr. Oh Gott. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Wir haben ja nun die Alpha-Bosse. Die sind ja nun mal die schwersten hier auf der Island. Also ich habe eigentlich keine große Gefahr, sehe ich beim Affen. Aber man weiß ja nie, wie es klappt. So, wo ist denn eigentlich mein Deodon? Habe ich denn den hingelassen? Ey, Alter, ist der schnell. Habt ihr gesehen, wie der angeflitzt kam? Wie auf Speed hier. Wie auf Speed. So, ich hänge fest. Ich hänge fest. Ich hänge fest. Fest. Oh, okay. Jetzt haben sie mich. So, dann los. Abfahrt. Los. Brüll mal ein bisschen rum hier. Komm. Und Feuer frei. Was machen denn die? Wo rennen denn die hier rum? Die verteilen sich ja alle sonst da wo. Habt ihr gesehen, wie viel Schaden der macht hier mit seinem Stein? Halleluja. Halleluja. Okay, also immer rauf da, rauf da, rauf da. Der Kampf ist wie immer mega spannend und wir werden hier so dynamisch hin und her springen und nein, im Ernst, also wir stehen hier blöd rum und brüllen ab und zu mal und der Rest machen so unsere Viecher. Ich bin hier der Feldmarschall von Ark Survival Wolf. Und also zumindest der Jüteranus, auf dem ich sitze. Muss man ein bisschen gegenheilen, irgendwie ist mir doch kalt. Also ich habe Flakrüstung an, ich habe wirklich Flakrüstung an, aber so richtig? Naja. Also, wir brüllen noch ein bisschen rum hier. Und na komm. Ich glaube, ich habe vergessen, den Deodon rauszupacken. Aber ist nicht schlimm, dann haben wir den für die Spinne. Die machen wir nämlich zum Schluss hier in dieser kleinen Bossrunde. Aber nicht mehr mit den Terrys, sondern mit Megatherien. Ein ganzes Pack. Glaubt mir, wirklich ein ganzes Riesenpack. So, ja, das sieht ja mega gut aus. Hälfte haben wir schon. Guckt mal einer an. Ja, da kannst du rumbrüllen, wie du willst, Digga. Wir machen dich platt. Aua. Oh, aber der Yuti hat auch schon ganz schön Schaden genommen. Also guckt mal oben. Ja, so viel, so locker flockig ist das hier nicht. Also,
Ja, ist schon, aber ich meine, viele Steine dürfte ich nicht abkriegen. So, der Affe hat jetzt gut ein Drittel nur noch an Leben. Und ja, wir haben noch gut 36 Minuten Zeit. Fast 37 Minuten. Ich würde sagen, wir können hier mal eine Ruhepause machen. Schade, dass hier in der Boss-Arena nicht noch irgendwas Spannendes ist. Ich meine, das wäre ja mega cool, wenn hier noch irgendwelche versteckten Easter Eggs wären oder irgendwas zum Einsammeln oder wenigstens Explorer-Notes oder irgendwas. Aber nee, hier ist wirklich gar nichts. Ja, eigentlich schade, weil dadurch sieht man gar nicht so viel von der Boss-Arena. So, nochmal einmal gebrüllt hier und jetzt nähern wir uns hier nämlich schon dem Ende. Na komm. Jawohl. Immer rauf damit, immer und noch einmal. Die zwei wollen es hier wissen. Oh, oh, die sind hart im Nehmen, aber ich steig nicht ab. Könnt ihr vergessen. Wobei, die sind ja bloß Level 100. Also, was heißt bloß, aber so viel Schaden machen die dann auch nicht. Und wir haben es geschafft. Rex Tech-Sattel, den wir wahrscheinlich nie benutzen werden. Tech-Granate, die wir auch nie benutzen werden. Und große Tech-Wand, die wir vielleicht irgendwann mal auf Extinction zum Bauen verwenden, weil bis dahin fehlt es einfach an Element, muss man ja offen ehrlich sagen. So. Das war Mega Petikeos auf Alpha. Und ihr seht, den Terris geht's wunderprächtig. Also, wenn ihr mal ein Boss-Tier sucht, nehmt Terrazino. Ich weiß, Rexe sind mega beliebt und die machen auch mehr Schaden und haben mehr Leben. Aber dadurch, dass die Terris sich heilen können während des Bosskampfes, ist das einfach. Guckt euch mal die hässliche Fresse an. Ja, da hätte ich auch gegengehauen. Ja, nein, da sind die einfach nur zu empfehlen, Terrazinosaurier. Wirklich. Also egal für welchen Boss. Kann ich bei wärmstens nur empfehlen. Aber die sind halt echt scheiße zu zähmen. Hegen ist auch immer recht knapp bei denen, aber gut, dann hat man sie nicht auf 100. Ich danke euch vielmals fürs Zugucken. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Am besten Fall lasst doch gerne nochmal ein Abo da. Und ich würde sagen, wir sehen uns. Bis dann.